Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, endlich mal wieder. Und diesmal hoffe ich, dass die Soundqualität passt. Ja, ich muss mich bei entschuldigen, die Soundqualität der letzten Folgen war grottig, mehr wie grottig. Ich vermute, weil ich nehme ja wieder auf dem PC meines Partners auf, dass der USB-Port, wo ich mein Mikrofon angesteckt habe, bei weitem nicht so viel Strom produziert wie der an meinem PC, weil ich habe mein Mikrofon bei mir an 3.0 angeschlossen. Dass er da vielleicht nicht genug Strom bekommen hat. Hier haben wir die goldene Krone von Hundsgrab. Ja, ein paar ganz liebe Abonnenten haben mich darauf hingewiesen. Ich könnte ja so einen Bilderrahmen machen. Und da könnten wir dann die Krone reinpacken. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie der geht, aber ich habe eine Vermutung. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Ich schaue auf die falsche Richtung. Hier müssen wir rüber. Holzerzeugnis. Ach, Stickies haben wir noch dabei. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die Bilderrahmen ganz normal. Ja, wo? Moment, Moment. Bilderrahmen ist ja immer noch mal was anderes wie Gemälde. Wie macht man dann die Bilderrahmen? Puh, das ist jetzt schwierig. Das weiß ich gar nicht, wie man die macht. Das weiß ich gar nicht. Wie macht man die? Ha. Puh, wie macht man die? Das ist jetzt. Das ist jetzt schwierig. Ich könnte jetzt mal kurz nachgucken. Ich habe zwar kein direktes Internet. Moment. Bilderrahmen. Na. Men. Minecraft. So, während das hier lädt. Ich habe nämlich noch immer kein Internet zu Hause. Deswegen. Ah ja. Deswegen. Falsch. Seht ihr auch hier gerade gar keinen Skin. Ich habe ja kein Minecraft im Moment. Kein Internet. Dadurch weiß ich, kann ich das leider im Moment nicht machen. Hier haben wir das Crafting-Rezept. Ach, Leder brauchen wir dafür. Okay, nee, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich bin gerade ein bisschen jetzt durcheinander. Ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Moment. Also, ich habe noch kein Internet zu Hause, da gibt es leider Probleme. Weil ein sogenannter Erdungsstab fehlt und wegen diesem Erdungsstab kann uns Kabel Deutschland das ganze Zeugs nicht anschließen, weil das alles geerdet sein muss und deswegen dürfen die das nicht. Und jetzt hat der Vermieter mit der Firma gesprochen, die dafür zuständig gewesen wäre, uns das Zeug im Namen von Kabel Deutschland anzuschließen. Und es wird morgen jemand kommen, der uns den Erdungsstab schlägt und dann ein paar Tage später kommt dann der Fuzzi, der uns dann wieder alles anschließt. Wobei ich dazu sagen muss, dass morgen, was für mich jetzt morgen ist, für euch dann wahrscheinlich vorgestern war. Aber egal. So, aber jetzt müssen wir uns noch einen schönen Platz suchen, wo wir denn die Bürgermeisterkrone jetzt hinmachen. Und dann geht's endlich mal wieder auf zum Bauen. Oder was haltet ihr davon? Dann bauen wir mal wieder. Ich habe schon gehört, ihr wollt, dass ich mal wieder ein bisschen mehr baue. Ich weiß, das Dorf sieht noch ziemlich leer aus. So, und jetzt ganz exklusiv für Opa Zeron suchen wir uns jetzt ein ganz schönes Plätzchen aus, wo wir das denn hinbauen. Und ich würde sagen. Ich würde sagen, wir bauen den dahin und packen hier die Krone rein. Das ist doch schön, oder? Dann müssen wir aber hier dann auch noch was ändern, weil ich möchte es nicht, dass man hier die ganze Zeit reinschauen kann. Und ich hier dann mein Bett habe. Das soll eigentlich nicht sein. Das heißt, wir kloppen jetzt das hier mal wieder weg. Vorher müssen wir uns aber erstmal so ein Holz holen. Das war jetzt natürlich sehr schlau von mir, dass ich mir kein solches Holz hole. Holz, 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 Holz. Ah, die haben wir doch ganz viel solches dunkles Holz. Das ist doch super. Und dann können wir bald mal endlich wieder bauen. Nur was ist immer diese Frage? Ja, aber das schaffen wir. Wie es ja schon öfter gesagt worden, ja, du könntest ja mal eine Kirche bauen. Muss ich nochmal dazu sagen, ich werde keine Kirche in Minecraft bauen. Ich nicht. Das werden vielleicht andere machen, aber ich persönlich werde keine Kirche in Minecraft bauen. Bitte nicht sauer sein, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. So, ja, so, dann würde ich nämlich sagen, holen wir uns dann in der nächsten Folge wieder Dorfbewohner. Für das müssen wir uns aber erstmal Laternen machen. Die brauchen wir auch noch.
Habt ihr es gehört? Ich habe einen Zombie gehört. Moment, hier müssen wir rein. Das ist nämlich mein Bürgermeisterzimmer. Na? Da kommt noch ein zweites Bett dann hin. Da brauchen wir noch ein zweites Bett. Aber jetzt müssen wir erst was essen. Ich würde nämlich sagen, wir richten uns jetzt erstmal hier ein schönes Zimmer ein. Wenn dieses Zimmer eingerichtet ist, dann werden wir uns wohl noch ein kleines bisschen, ich habe heute Wortfindungsstörungen. Entschuldigung. Also so mag ich es eigentlich nicht, wenn meine Minecraft-Folgen so sind. Dann werden wir ein bisschen XP sammeln. Damit wir dann die Bücher noch anbringen können auf meinen Gegenständen. Ich ducke mich immer, statt zu sprinten. Und dann können wir das verzaubern, damit wir dann anständig in Höhlen gehen können. Um dann eben auch anständig Zeugs besorgen zu können. So, jetzt muss ich mal gucken, wie würde denn das eigentlich ausschauen? Nee, natürlich bescheuert. Natürlich total bescheuert. So. Hier drin muss, hier müssen wir dann aber auch fast noch eine Kiste hinpacken, gell? Das ist auch doof. Haben wir eigentlich eine Axt dabei? Nee, natürlich nicht. Das ist auch doof. So, sehr schön. Passt doch gleich viel besser. Dann können wir diese Fackel gleich mal packen. Nee, so, stellen. Ach, das ist ja die Redstone-Fackel, Mensch. So, packen die Fackel jetzt hier mal hin. Dann können wir gleich mal eine Kiste packen. Hm, nehmen aber dieses Holz hier. Mit dem lässt sich's besser arbeiten. Da haben wir mehr davon. Außerdem bekommen wir das viel, viel schneller. Ja, mir wurde auch gesagt, ob ich mal Musik in Minecraft verwende. Wird auch kommen. Also wird definitiv auch noch kommen, dass ich noch Musik verwende. Aber da muss ich mir erstmal eine schöne Playlist zusammenstellen. Da müssen wir auch das Loch noch zumachen. Oh Gott, stimmt ja. Wo kam eigentlich der Zombie jetzt plötzlich her? Ich bin doch eigentlich eh relativ schnell ins Bett gegangen. So, Kiste. Die packen wir hier hin. Genau. Dann brauchen wir Türen. Wäre vielleicht doch nicht schlecht, ein Crafting-Table da drin zu haben, aber wie sieht denn das aus? Wir brauchen Türen. Ich möchte nämlich was versuchen. Wie viel nehmen wir denn? Das packen wir dahin. Nehmen wir noch zwei. Ach Gott, stimmt, die Türen kann man ja wieder nicht stapeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Na, die stehen dann da so lose im Raum. Nee, das ist nichts in der Sache. Okay, dann halt nicht. Ja, stimmt, was ich eigentlich auch schon immer mal machen wollte. Und zwar, da brauchen wir jetzt aber wirklich mal so ein Bild dafür. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Denn da gibt es was Tolles. Dann nehmen wir jetzt mal. Ach, ich kann eh nur eines machen, weil so viel Holz haben wir nicht mehr. Okay. Ich sollte mein Inventar mal aufräumen. Das sieht ja grausam aus. Boah, das wird wohl wieder eine kleine strukturelle Folge. Also nach dieser Folge wird dann wieder anständig gebaut. Also bitte nicht wundern, wenn jetzt hier nur relativ viel rumgerannt wird. Und ich jetzt ein bisschen ernst bin. Mag es eigentlich nicht so, wenn ich so ernst bin. So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir hier mal was. Und zwar machen wir hier ein Gemälde hin. Das klappt nicht so einfach. Da müssen wir fast als. Da müssen wir doch nochmal Holz hinpacken. Kriegen wir auch ein längliches? Gibt es ja auch längliche. Wo ist es jetzt hingefallen? Da ist es. Gibt ja auch diese länglichen Bilder, gell? Das ist ein breites. Oh, wieso hüpfst du denn darüber? Die gibt es doch auch langgezogen. Wo hüpfen die denn hin, die Bilder? Ist ja grausam. Wir können natürlich auch so ein großes nehmen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Oh, das war groß. Nein. Das ist so ein langgezogenes hätte ich eigentlich ganz gerne. Wo ist jetzt mein Bild schon wieder hingehüpft? Mei, das ist ja grausam. So, jetzt komm schon, Bild. Nein.
Boah, ich stehe direkt davor und es hüpft woanders hin. Und zack. Na, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will so ein langgezogenes Bild. Boah, das wird nichts, glaube ich. Da müssten wir uns fast ein zweites nehmen. Und die glitschen auch noch rum, diese doofen Bilder. Ich versuche es jetzt noch ein, zweimal und dann mag ich nicht mehr. Denn eigentlich wollte ich gerne was. Jetzt kommt's! Ah, super. Wobei das nicht schön ist. So wollte ich das. Genau, jetzt probieren wir mal was aus. Aber ich glaube, da bräuchte ich ja eine Eisentür dafür. Und nochmal? Nee, das. Oh, funktioniert nicht. Okay, da braucht man eine Eisentür dafür. Denn da gibt es die Möglichkeit, solche Durchgänge zu bauen. Wusstet ihr das? Also mal schauen, ob es noch funktioniert. Aber es hatte halt mal funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt diese Eisentüre anbringen. Dann kann man einen Geheimgang bauen. Das geht nicht. Da müssen wir die nochmal einkloppen. Und von der anderen Seite anbringen. Und dann müsste das jetzt funktionieren. Zumindest weiß ich, dass es schon funktioniert hat. Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Ach, das ist aber schade, das funktioniert nicht mehr. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ah nee, stimmt ja, man braucht so ein Bild, so ein breites Bild. So ein Bild braucht man. Ach Mist, dann hätte ich die Eisentür gar nicht gebraucht. Hätte ich ja die Eisentüre gar nicht gebraucht. Doch, brauche ich schon, weil dann geht das Bild weg. Aber da tut es halt auch eine normale Tür. Da muss es keine Eisentüre sein. Glaube ich. Schauen wir mal, dass so jetzt auch hinhaut. Sehr schön. Haben wir jetzt eine Geheimtür? So war es aber auch. So, machen wir das nochmal weg hier. Muss ja nicht jeder meine Geheimtüre kennen, ne? Wobei das jetzt hier eigentlich eine ganz blöde Verwendung ist, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Könnt ihr mir ja sagen, wo könnte man das hinmachen? Irgendwo könnte man so eine Geheimtür hinmachen. Wo wir dann irgendwas verstecken könnten. Das wäre aber auch eigentlich eine schöne Idee gewesen für, den Verzauberungstisch, oder? Wäre eigentlich auch schön gewesen. Dann würde man nämlich das nicht sofort sehen, dass da was ist. Dann würde man meinen, man läuft in der Sackgasse. Das wäre doch auch eine tolle Idee. Das könnten wir machen. Wir bauen jetzt hier eine Tür hin. Nee, nicht hier hin. Komm, geh weg. Marvin, geh. Ein bisschen schneller hier. Naja, mit der Axt wäre es halt besser gewesen, ne? So, dann packen wir die Tür jetzt hier hin. Wo packen wir sie hin? Hier hin, oder? Genau. Dann können wir da zumachen. Aber dann ist uns jetzt die Stufe im Weg. Mist, das wird auch nichts. Ah, egal. Ja gut, die Tür, die können wir jetzt mal lassen. Können wir eigentlich noch irgendwas machen mit den paar Punkten, die wir haben? Würde mich schon wundern. Und die ist ja schon verzaubert. Da kann man wohl nichts mehr machen. Ah, das. Oh, jetzt mache ich da auch noch alles kaputt. Das geht ja mal gar nicht. Das ist eine sehr langweilige Folge mal wieder, ey. Ei, dei, dei. Na gut, ich wollte halt versuchen, das Ganze hier zu verbessern. Aber das war wohl nichts. Okay, dann gehen wir wieder raus. Oh, wird schon wieder Nacht. Ach Gott, das ist ja schrecklich. So, das sieht zwar jetzt ein bisschen witzig aus, weil das Fenster kleiner ist, aber ich habe ja keinen Bock, dass mir jeder beim Schlafen zuschauen kann. Das wäre ja auch schwachsinnig. Dann müssen wir uns um die Beleuchtung mal kümmern. Definitiv. Wir müssen uns unbedingt um die Beleuchtung kümmern, weil uns das ganze Dorf immer wieder zuspawnt. Und ich muss jetzt mal schauen. Immer Redstone. Naturprodukte. Hier müsste das Netherzeugs drin sein. Hier haben wir Glowstone. Das heißt, wir packen jetzt mal. Ach Gott, was haben wir hier alles im Inventar? Ja, ich schmeiße den jetzt mal zu Boden. Ich packe jetzt mal hier den Kobbel rein. Jetzt bin ich gerade ganz schön weit ans Mikro rangegangen. Dann schmeißen wir das hier rein und das hier rein. Und wo haben wir die? Hier haben wir die Erde. Und was haben wir noch?
Glas, Eisengitter. Den Kies hatten wir denn nicht auch hier hinten? Genau, den hatten wir hier unten drinne. Dann Erze, Eisen und Co. Das können wir mal hier reinpacken. Irgendwo war die Kohle. Die Kohle war beim Ofen, wo sie hingehört. Das Eisen können wir auch gleich wieder aufräumen. Und dann haben wir endlich wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventar. Aber das packen wir gleich in den Ofen. Das ist Schwachsinn, das da jetzt nochmal reinzuschmeißen. Das heißt, wir packen das hier in den Ofen rein. Dann dürften wir jetzt ein bisschen Platz im Inventar haben. Denn ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Dann nehme ich mir jetzt hier auch nochmal was mit. Ja, bleib da, du doofes Buch. So, weil ich habe keine Ahnung, wie sie gehen. Aber ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht schaffe ich das von mir alleine aus. Okay, ich habe nämlich eine Vermutung, wie diese Lampen gehen, die ich unbedingt möchte. Aber ich weiß es nicht sicher. Okay, sie gehen so zumindest nicht. Boah, da muss ich auch mal gucken, weil ich möchte so gern diese tollen Lampen machen, aber ich weiß nicht, wie sie gehen. Und da gibt es doch diese ganz schönen Lampen. Und bevor ich jetzt hier noch 5000 Mal rumprobiere, was es alles für Möglichkeiten gäbe, glaube ich, lasse ich das lieber bleiben und versuche das dann einfach mal in aller Ruhe. Beziehungsweise googelt halt einfach danach. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich für Lampen meine, oder? Da gibt es diese unwahrscheinlich tollen Lampen. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge wieder ein bisschen aktiver bin. Und dann werden wir vermutlich auch nochmal in eine Höhle gehen und das Baumaterial holen, damit wir jetzt dann auch bald so richtig toll losbauen können. Denn unser Dorf braucht noch so einiges. Und das werden wir in der nächsten Folge anpacken. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.